die Welt außerhalb. So soll sie zumindest aussehen. Davon hat mir meine Großtante Leonora immer erzählt. Von grünem Gras und im Wind wehenden Wäldern. Frei wachsend, ohne jegliche Regeln oder Grenzen. Unbestimmt. Ich selbst habe es noch nie gesehen. Hier im Inneren der Mauer gibt es nur einige kleine angelegte Parks, die auf das Perfekteste angepasst und gezüchtet sind, so wie die Menschen hier. Unser Leben ist bestimmt von einem Schönheitsideal, nach dem wir uns richten müssen. Wir werden gesehen als Produkte, geboren, um perfekt zu funktionieren. Unser System erlaubt keine kritischen Stimmen. Wer kaputt ist, wird aus dem System gelöscht. Sogenannte defekte Nummern. Ich trage die Nummer 9451. Nachdem die alte Regierung gestürzt und der Vakant zum Diktator wurde, trat eine neue Ordnung in Kraft. Diese verbietet die individuelle Entwicklung der Menschen und sichert die wahre Schönheit. So nennen sie es zumindest. Wenn allein jemand rausfinden würde, dass ich so über das System denke, würde ich von den Aufsehern des Vakanten ausfindig gemacht und ersetzt werden. Kanten, Risse und Fehler werden wegretuschiert. Der Vakant kontrolliert die auf seine Schönheitsideale zugeschnittenen sozialen Medien und lenkt somit den Großteil der Gesellschaft von ihrem eigentlichen Leben ab. Er trichtet uns damit die Werte und Normen ein. Durch diese Gehirnwäsche werden die Menschen damit beschäftigt, sich an Berühmtheiten wie Models oder Schauspielern zu orientieren und diese zu imitieren. Es entsteht um sie herum eine surreale Welt. Dadurch verlieren sie ihre Realität komplett aus den Augen und sind leichter zu manipulieren. Sie sind orientierungslos, einsam und vergleichen sich konstant mit unerreichbaren Idealen. Das System verlangt viel und führt sie in eine tiefe Einsamkeit, aus Angst vom Versagen. Wer nicht die gestellten Anforderungen erfüllt, wird als Systemstörer abgestempelt und aussortiert. Trotzdem versuchen sich einige ihre Freiheit zurückzuerkämpfen.
den Aufsehern entsorgt. Ich muss hier raus. Raus aus dem System, aus emotionslosen und gleichdenkenden Menschen. Ich will mich entfalten und möchte all die Facetten kennenlernen, die in mir schlummern. Ich will leben. Unbestimmt, wie das grüne Gras und die im Wind wehenden Wälder. Frei wachsend, ohne jegliche Regeln oder Grenzen. Ich kann in einer Welt voller Lügen und Täuschungen einfach nicht existieren. Diese Gesellschaft ist kaputt. Ich möchte in einer Welt leben, wo ich mich nicht verstellen muss, um akzeptiert und angenommen zu werden. Thank you.